Ja, herzlich willkommen zum Webinar wie jede Woche um 20 Uhr, immer am Montag. Da geht es um euren Geschäftsaufbau. Wir wollen bestimmte Themen ansprechen, die doch sehr viele betreffen. Heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich auch sehr viele betrifft. Da geht es darum, welches Hindernis hält dich davon ab, Erfolg und reich zu sein? Ich teile dieses Wort immer gerne Erfolg und dann reich, weil es ist ein Bestandteil. Reich ist aber nicht nur Geld, reich ist ja auch Lebensqualität. Und oft sind ja auch diese Hindernisse verantwortlich, dass wir nicht nur viel Geld verdienen, sondern dass wir uns als Mensch auch entwickeln, weiterentwickeln, verändern. Und wir wissen, da spielen unterschiedlichste Parameter eine Rolle, warum wir das Verändern nicht zulassen. Oft sind es Paradigmen, oft sind es Dinge, die wir aus der Erziehung gelernt haben, vielleicht aus der Schule, vielleicht aus einem Freundeskreis, vielleicht einfach aus bestimmten Verhaltensmustern, die wir zu lange eingehalten haben und uns daran gewöhnt haben. Und es ist aber möglich, alles zu verändern im Leben. Und jetzt möchte ich aber euch einmal fragen, was denkt ihr so, was eure Hindernisse sind, eure Erfahrungen, warum es manchmal Stückel geht und dann wieder Stillstand ist? Und eure Ziele, die ja oft sehr groß sind, vielleicht über Jahre, wo ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp gern haben würdet, von uns als Team, wie ihr vielleicht diese Hindernisse einfach einmal auf die Seite schieben könnt oder besser loswerdet. Vielleicht möchte der eine oder andere eine Frage stellen und jetzt die Zeit auch nutzen. Ist ein heikles Thema, ich weiß es. Vielleicht ist trotzdem der eine oder andere dabei. Wenn sich niemand meldet, dann werden wir auf das Thema einfach eingehen, genauer. Aber es ist eine Chance für jeden Einzelnen zu sagen, was hättest du für einen Tipp oder was hättest du für eine Idee aus den 20 Jahren Erfahrung, die ich doch schon in diesem Bereich habe. Ja, da Frage hätte. Wie war das bei dir in den ersten 3 Jahren, wie du dich fürs Network Marketing entschieden hast? Was waren deine Hürden, beziehungsweise was waren deine Gedanken zu dem Business? Wie schnell sollte es für dich gehen? Wie schnell ist es wirklich gegangen? Und was waren für dich die ersten Hindernisse? Also das größte Hindernis war ich sicher für mich, war ich selbst für mich, meine Emotionen. Also ich war früher nicht so wie jetzt, wo ich mir Situationen anschaue und dann schaue, okay, in welche Richtung gehe ich und einen Plan mache, sondern ich war es wie aus dem Sport einfach gewohnt, voll Gas und bin auch gegen eine Wand gelaufen. Aber zum Glück war ich auch aus dem Sport gewohnt, dann renne ich halt nochmal dagegen, bis ich durchkomme oder bis ich eine andere Richtung einschlage. Und ich glaube, es wäre vernünftiger gewesen, manchmal mich mit Menschen zu unterhalten, die schon dort sind, wo ich hin will und nicht einfach durch die Wand zu wollen. Das war, glaube ich, der größte Fehler, das Ego nicht irgendwann einmal auf die Seite zu schieben und zu sagen, pass auf, geh zu jemand hin, der schon dort ist, wo du hin willst, frag diese Person und hör einmal wirklich hin, was der sagt und nicht hör zu, so Ohren zu und wurscht, was die anderen sagen. Ich bin die Fliege, die gegen das Glas fliegt, dabei ist ein Meter daneben die Türe offen, wo man rausfliegen könnte. Und die Fliege stirbt, obwohl das draußen 1 Zentimeter nur entfernt ist. Ähnlich im Network Marketing. Ich erlebe es auch bei vielen Leuten, die wie die Fliege gegen die Wand fliegen, obwohl die Freiheit so nah ist. Also das war sicherlich etwas, wo ich schneller lernen hätte sollen und dürfen. Die Stärke war sicher das Durchhaltevermögen, sonst wäre ich nicht dort, wo ich bin. Die Schwäche war, dass ich geglaubt habe, ich kann und muss alles alleine und ich werde es schon irgendwie machen. Und habe zwar einiges gelesen und alles, aber ich habe mich zu wenig mit den Leuten umgeben, die dort sind, wo ich hin will. Ich habe mich oft auch mit zu vielen Leuten zu lang umgeben, die sie nicht bewegt haben. Hilft dir das als Antwort? Super, ja, da könntest du ja gleich weiterreden. Mit Leuten umgeben, die nichts tun. Wie lange Ja, halt mit euch? das habe ich aber bald schon verstanden, dass es wichtig ist, die nicht zu ignorieren, nicht gemein zu denen zu sein, es war ja nie, sondern wirklich voranzugehen, weil mein Ziel vielleicht ein anderes war als deren Ziel, auch in einer anderen Geschwindigkeit. Deshalb war ich halt schon nach 2,5 Jahren nebenberuflich, auch bei 10.000 nebenberuflich, was ja viele andere
nach 10 Jahren noch nicht gehabt habe. Das heißt, es war schon wichtig, dass ich meinen eigenen Weg gehe und die anderen aber auch regelmäßig frage, seid ihr jetzt bereit, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, gemeinsam für euch einen Plan zu machen, voranzugehen und auch dementsprechend Ziele zu realisieren. Also ich habe niemanden sitzen lassen, aber ich habe mich auch nicht daneben hingesetzt und gewartet, bis derjenige aufsteht. Das heißt, ich habe mein Ziel eingeschlagen und habe aber niemandem gesagt, du bist zu schwach, dich lasse ich weg. Ich bin schon Supporter auch, dass ich den Leuten helfe oder regelmäßig frage, vielleicht habe ich zu oft gefragt oder zu lang gewartet, bis ich bemerkt hatte, ein totes Pferd kannst nicht reiten. Du kannst auch niemanden motivieren, aber du kannst dir motivierte Menschen in deinem Umfeld generieren, mit denen du vorangehst und man macht es Riesenspaß, weil jeder seine Handgriffe macht und es geht wirklich dahin. Und wie ich das verstanden gehabt habe und immer wieder neue Menschen in mein Leben gezogen habe, indem ich einfach, nicht gezogen, also gebracht habe, durch meine Denkweise, aber auch durch meine Handlungsweise, aber auch durch Gespräche mit immer neuen Menschen, habe ich immer mehr neue Menschen kennengelernt, wo bestimmte oder einzelne dabei waren, die dann mit mir auch diesen Sog für die Restlichen kreiert haben. Am Anfang habe ich geglaubt, das müssen die ersten 5 Freunde sein, die ins Geschäft bringen. Und da war ich fast ein bisschen traurig, dass ich gegangen bin und die wollten nicht. Und das war immer so Stillstand. Ich muss ja auf die warten. Es ist ja unverschämt, dass ich viel verdiene und die verdienen noch nichts. Also auch da so, die Paradigmen loszuwerden, war auch für mich eine Arbeit über diese Jahre, aber war total spannend, aber auch zu erkennen, mich jemand in der Phase gecoacht, wäre es deutlich schneller gegangen. Dem hätte wahrscheinlich auch nicht alles geglaubt, weil mein Ego das vielleicht damals noch nicht zugelassen hätte, aber vielleicht noch 4., 5. Mal gegen die Wand rein gesagt, na, wahrscheinlich hat der Coach doch recht. Also da ist es, glaube ich, ganz gut, doch auch Leute zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Und wo man sieht, die sind schon dort, wo man auch hin will, dann kann man sich viele leere Kilometer sparen. Viel Energie auch sparen. Ja, da gibt es noch eine Frage. Eine Zahl, wo du sagst, das ist am einfachsten, mit dieser Personengruppe zu arbeiten. Sowas wie, ja, man redet ja die Champions League, beim Fußball sind es eben 11 Spieler. Ja, ich weiß nicht, wie viel es beim Eishockey gibt, ja, oder beim Volleyball oder beim Handball, aber es ist immer eine gewisse Gruppe von Personen, die im Spiel sind oder die gerade sich miteinander bewegen in einer Gruppe. Ja. Was sagst du aufgrund deiner Erfahrung aus den letzten Jahren? Das ist eine Gruppe, eine Anzahl von Personen, die handelbar ist. In der Anzahl will es gar nicht definieren, sondern wenn du dich immer an denen orientierst in deinem Team, wo du dich nach unten orientieren musst, dann ist Wachstum relativ langsam möglich. Wenn du den ersten hast, der zumindest nach deinem Gedankengut ist oder höher, dann genügt schon einer, dass du und dein Team explodieren kann, weil du mal einen hast, der genauso denkt, mit dem du dich unterhalten kannst, wo du sagen kannst, so, und da geht was. Zu zweit, 1 und 1 bleibt, ist 3. Wir kennen das aus vielen Bereichen. Ne? Dass du zu zweit mit einer Vision deutlich stärker bist als jeder Einzelne allein. Das heißt, ich glaube, das Wichtige ist, seine Gedanken groß zu halten, bis sich jemand in deinem Team ergibt, wo du sagen kannst, so, und jetzt kann ich mich nach oben orientieren, mit dieser Person nach oben orientieren und nicht immer kleiner machen, dass die anderen verstehen, was du meinst. Egal, ob es eine finanzielle Summe, dass dein Traum, dein Wunsch ist oder dein Haus oder Auto oder irgendwas oder Denkmuster generell. Klar ist es gut, wenn du dann noch einen 3., 4., 5. hast, aber es beginnt mit der eigenen Entscheidung mal groß zu denken. Das heißt, die erste Person, die man führen muss, ist nicht der Nächste, den ich registriere, sondern das bin ich selbst. Wie kann ich meine Energie und meine Ziele und Visionen so hochhalten, bis das Team entsteht?
Aber sein Team wird dann deine Visionen vielleicht unterstützen, hochzuhalten. Aber zuerst muss einmal bei dir da sein, dass überhaupt jemand sagt, ey, da geh mit, das ist interessant. Da geht es um eine Summe, die spannend ist. Da geht es um eine Vision, die spannend ist. Da geht es um eine Lebensqualität, die spannend ist. Die Entscheidung, da braucht man gar kein Team oder da gibt es noch gar kein Team. Das alleine ist einmal wichtig, dass wir uns auch antrainieren, an unseren Visionen festzuhalten, auch wenn es andere belächeln oder sich nicht vorstellen können. Wenn dann die Ersten entstehen, die sagen, Josie, das ist spannend, dann hast du vielleicht einen Zweiten, dann tut es das schon. Dann ist es für dich einfacher, weil du sagst, okay, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der sich das zutraut. Dann seid schon zu zweit. Dann bist du schon über die kritische Größe von einer Person drüber. Dann, wenn dann ein Dritter, Vierter kommt, dann kriegt sie Dynamik, wo man dann im Network Marketing sagt, und jetzt wird es exponentiell. Da geht es vom Linearen weg zum Exponentiellen. Weil, du weißt es, wenn du allein auf der Tanzfläche bist, ist es extrem unangenehm. Dann kommt der Zweiter, dann ist schon lustig. Dann sind es 3, 4, 5 und dann ist auf einmal, sind die Leute, die sitzen auf einmal in der geringen Anzahl, was machen die? Die stürmen hin und die Tanzfläche ist bummvoll. Das geht oft bei Veranstaltungen innerhalb von Minuten. Eine halbe Stunde tanzt niemand, spielt nur Musik. Einer geht hin, für den ist es gar nicht so angenehm. Dann kommt der Zweite dazu, dann traut sich auch der, für den es nur ein wenig gefehlt hat, dass er durch die Eisplatte durchschießt. Dass er rausgeht alleine auf die Tanzfläche. Dafür war er nicht mutig genug. Aber eines rausgeht, dann kommt der Zweite, der Dritte, der Vierte. Dann sind es 5, 6. Na, dann ist die Masse nicht mehr zu halten. Und das Gleiche im Network Marketing. Das Wichtige halt hier ist, dass man dann nicht zu Hause sitzt und sagt, ich habe große Ziele, sondern dass man irgendwo auf eine Tanzfläche geht, wo andere Menschen auch sehen, dass du tanzt. Und dass du eine Vision hast, dass andere Menschen mit dir in Kontakt kommen, das sehen und sagen, hey, das ist cool, da bin ich jetzt dabei. Und dann ist die Dynamik gar nicht mehr von der einzelnen Person abhängig, sondern dann ist eine Massendynamik vorhanden, da gibt es keinen Stopp. Das ist dann einfach eine Dynamik, die auch enorm viel Spaß macht. Und da können auch viele, die ein bisschen schwächer sind, so wie beim Radfahren, in Windschatten mit und mit weniger Energie auch Riesenerfolge einfahren. Klar benötigt es ein paar Alpha-Tiere oder Führungskräfte, die mal vorangehen. Ja, die gibt es so und so. Und da einfach sagen, okay, da kann man eine Basis schaffen, dass andere auch davon profitieren und es am Anfang leichter haben, bis sie selbst zur Führungskraft werden und selbst den Nächsten wieder den Windschatten bieten. Aber ich würde nicht sagen, es sind 10. Ja, wenn es 10 hast, die nicht einmal besonders gut sind, bist bei uns schon im höchsten Rang Executive. 5 links, 5 rechts mit jeweils 2 drunter, da reden wir von 3000 Umsatz, da reden wir von keinem großen Geschäft und es ist erledigt. Ich rede davon wirklich, dass es auch Leute sind, die dann wirklich auch in Dimensionen denken, wo du sagst, da wird es jetzt richtig spannend. Kommt darauf an, wie es für dich ist. Darum nenne ich jetzt gar keine Zahl. Für den einen sind es 100.000 im Monat, für den anderen sind es 10.000 im Monat, für den anderen sind es 2.000 im Monat schon eine Riesenzahl. Alles toll. Aber auch der 2.000 verdienen will, braucht Leute, die vielleicht das oder schon mehr verdienen und sagen, hey, das schafft man nebenbei noch einmal. Der 10.000 verdienen will, braucht vielleicht auch Leute, die in der Dimension denken, und der 100.000 verdienen will im Monat, braucht auch irgendwann Menschen, die auch dafür Verständnis haben und sagen, hey, das ist drin, das machen wir gemeinsam. Die restliche Teamgröße entsteht dann durch die Energie, durch die Teamenergie, aber es braucht einmal eine Basis, die entsteht durch die eigene Denkweise. Und never quit, nie bald aufhören, seinen Träumen zu scheitern, sondern es ist so enorm wichtig, es auch nicht zu reduzieren, na, dann machen wir es halt fürs halbe Geld. Dann machen wir es halt für noch weniger Geld. Und dann fliegen die Leute irgendwann einmal einen Flieger für 1.000 Euro, obwohl sie Pilot gelernt haben, nur weil halt die Fluggesellschaften sagen, wir können es uns nicht leisten. Wenn alle Piloten sagen, um das Geld fliegen wir nicht, dann würden sie es 10 Wochen verdienen wieder, weil sie brauchen Piloten. Das heißt, auch da wieder, geh nicht von deinem Gedankengut weg und lass nicht reduzieren, nur weil es an anderen vielleicht passt. Bleib bei deinen Gedanken und bei deinen Zielen, Visionen. Danke. Noch eine Frage? Ja, von mir, lieber Gerhard, wie bist du zu deinen Leuten gekommen, Kaltkontakte auf Veranstaltungen
Und wie hast du den Eisberg, das Eis gebrochen, um jetzt meine Herausforderung ist, ich komme immer zu rasch am Punkt und hinterfrage es nicht. Wie hast du dieses umgangen oder wie bist du an die Sache herangegangen? Was hinterfragst du nicht? Warum will er das machen? Weil die meisten sagen immer, sie haben keine Zeit und sie haben kein Interesse. Ja. Ich glaube, dass einige vielleicht wissen, dass 7% Inhalt der Worte sind und 93% ist nonverbal. Das heißt, man kann auch sagen, zum Richtigen kannst du nicht das Falsche sagen und zum Falschen kannst du nicht das Richtige sagen. Du kannst 3 Stunden sprechen und es wird nicht zum Ziel führen. Und ich habe es erlebt schon, dass auch manche bei mir im Team jemand ein paar Sätze gesagt haben, wo ich nichts damit anfangen kann. Der andere hat gesagt, ich bin dabei, ich mache mit. Wo ich mir gedacht habe, okay, aus welchem Grund jetzt? Sicherlich nicht durch die 3 Sätze, nein. Sondern durch das, was rübergekommen ist von den Leuten. Wenn eine Begeisterung dafür da ist, für das, was du tust, dann braucht es nicht viel Worte. Und die Leute werden sagen, das musst du mir vorstellen. So wie du darüber denkst, so wie du darüber fühlst, die Gefühle brechen das Eis, die Emotionen brechen das Eis. Alles, was nonverbal passiert, bricht das Eis. Darum glaube ich, dass man auch gar nicht die Leute so viel schulen muss, wie man oft glaubt, sondern ja, du brauchst niemanden lernen, ein Boot zu bauen. Du brauchst ihm nur die Sehnsucht von der Ferne nahebringen und er stellt sich hin, baut das Boot und hat noch Spaß dabei. Wenn er das Boot bauen muss in der größten Hitze, um ein Stück rauszufahren, wieder rein, sagt, warum habe ich den Blödsinn gemacht? Das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, mit einer Vision, mit einer Begeisterung, darum sage ich auch, lieber große Träume. Die großen Träume erreicht man leichter, weil man dafür Leute gewinnt, die sagen, das ist es wert, da geh mit. Für kleine Dinge sagen die Leute, da bleibe ich lieber auf meiner Couch sitzen. Das bisschen zusätzlich brauche ich auch nicht. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, auch sein Vision Board zu haben. Ich weiß, du hast das letzte Mal nach unserem Gespräch so ein Vision Board für dich gemacht. Und ich glaube, jetzt auch dein Lächeln auf deinem Gesicht. Ich glaube, wenn man so ein Vision Board hat und weiß, wofür investiert man seine Zeit und vielleicht dann auch richtig, dann macht es einen Spaß, egal ob ich heute damit ein Ergebnis erziele oder nicht. Dann kann man natürlich darüber sprechen. Wie kann ich es optimieren? Wie kann ich mehr Menschen kennenlernen? Aber weil du sagst, Kalt- oder Warmbereich, es war für mich wichtig, egal wo ich bin, ist meine Vision mit mir. Und in der Vision spielen ganz, ganz viele andere Menschen auch eine Rolle, weil es auch für die Lebensqualität bedeuten kann, nicht nur für mich. Und es war egal, ob das jetzt ein Bekannter war oder ob das jemand war, dem ich im Geschäft irgendwo was abgekauft habe oder wo das ein Kellner war oder ein Taxifahrer, wo ich mir gedacht habe, das war so ein nettes Gespräch, wo ich gesagt habe, genau solche Menschen hätte ich gerne in meinem Team oder mit solchen Leuten würde ich gerne zusammenarbeiten, die so nett kommunizieren können, die einfach gut rüberkommen, die freundlich sind, die eine Dynamik haben, die ein Lächeln am Gesicht haben, völlig egal, was der für eine Ausbildung hat. Und das habe ich, glaube ich, sehr viel in meinen Alltag integriert, weil ich habe ja auch einen Hauptjob gehabt, wie ich damit begonnen habe. Aber egal, wo ich war, habe ich geschaut, egal, ob ich Sport gemacht habe oder ob ich essen war oder wie gesagt, im Taxi gefahren bin oder Freunde getroffen habe, habe ich die Chance genutzt, denen zu erzählen, was ich für eine Vision habe und ob sie jemanden kennen, der vielleicht für diese Vision auch offen wäre. Und wenn ich den nicht gekannt habe, dann habe ich ganz direkt gesagt, ich würde mich mit ihnen gerne mal zusammensetzen, so wie sie rüberkommen. Aber das muss auch ehrlich dann sein, authentisch. Das habe ich nicht zu jedem gesagt. Wenn einer mir nicht passt hat, habe ich ihm das Angebot nicht gemacht. Ne? Aber wenn ich das Gefühl gehabt habe, mit der Person möchte ich auch Zeit verbringen, dann habe ich das ganz klare Angebot gemacht. Und wenn ich den nur 5 Minuten gekannt habe, aber der ist höflich rübergekommen. Es kann jemand sein auf der Straße, der einfach ganz höflich jemand anderen die Tür aufmacht und sagt, kann ich nur die Tasche reintragen oder sonst was. Und dann dachte ich, gute Aktion, da gehe ich hin. Solche Leute möchte ich im Team haben. Das heißt, auch Aktionen, die ich irgendwo gesehen habe, gefühlt habe, gespürt habe, das ist der richtige Moment, habe ich dann aber auch eine Aktion gemacht. Das heißt, ich habe mir nicht dann hingesetzt und gedacht, boah, der war heute sympathisch, sondern ich habe die Situation genutzt, um mit dieser Person dann auch Kontakt aufzunehmen. Ist auch Übungssache, am Anfang aber ein bisschen eine Scheu, umso größer die Vision, umso weniger ist die Scheu da, umso eher man das Ziel erreicht haben will, das man hat,
umso eher sagt man, völlig egal, was soll schon passieren. Und ich glaube, dass jeder etliche Chancen am Tag vergehen lässt, um mit sehr, sehr tollen Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht auch fürs eigene Team zu gewinnen, weil die gerade offen sind, weil sie gerade verändern wollen, weil sie gerade was für sich oder für andere verändern wollen. Das sieht man dann eh. Wenn nicht, kann man sich ruhiger mal ein freundliches Nein abholen, wo jemand sagt, du passt gerade nicht in mein Leben. Dann kannst du sagen, überhaupt kein Problem, schmeiß meine Telefonnummer nicht weg. Wenn sich was verändert in deinem Leben, stehe ich für dich gerne für Gespräch zur Verfügung, weil du mir einfach sympathisch vorkommen bist gerade. Überhaupt kein Problem. Also ich gebe mir auch Chancen. Wenn ich beim Tennis den Ball nicht aufwirf, kann ich Chaos schlagen. Aber dafür mache ich ja sicher keinen Doppelfehler, wenn ich ihn aufwirf. Das heißt, wenn du ein Gespräch führst, kannst du sowohl den Doppelfehler kriegen als auch das Ass. Und jemand dachte, okay, ein Doppelfehler tut nicht weh. Das ist auch der einzige Unterschied, habe ich mal gehört von einigen Leuten schon, die sehr, sehr viel im Network Marketing verdienen, zwischen jemand, der neu ist und jemand, der lang dabei ist. Der lang dabei ist, oder sagen wir mal, der neu dabei ist, der kriegt ein Nein und redet 3 Tage niemanden an. Weder an Bekannten noch an Fremden noch irgendwas und denkt nur darüber nach, wie kann ich es besser machen und. Bleibt voll in der Theorie. Der lang dabei ist, dem tut es auch weh. Aber nur 5 Sekunden. Und dann sagt er, das gehört dazu, wer ist heute der Nächste und holt sich am gleichen Tag noch ein Erfolgserlebnis und sagt, was ich habe heute Nein gekriegt, der weiß es oft gar nicht. Auch da beginnt eine positive Programmierung. Wenn du am gleichen Tag dir nach 5 Neins, die Martina ist gerade im Call, die weiß es von mir, ich habe das lang genug gemacht, wenn ich 3, 4, 5 Neins am Tag bekommen habe, habe ich geschaut, dass ich an dem Tag eine Chance auf ein Ja bekomme. Und nur wenn ich einen guten Termin ausgemacht habe, was ja noch gar kein Ja ist, habe ich geschaut, dass so etwas an dem gleichen Tag passiert, dass aus diesem Termin eine Chance entsteht, dass die nächste Frucht irgendwo entsteht oder irgendwas zu keimen beginnt, eine Zusammenarbeit zu keimen beginnen kann. Aber nicht in der Theorie bleiben, wo nichts entstehen kann. Und das Interessante ist, auf die Gesprächen, wenn ich jemanden 10.000 Euro im Monat mag, wenn ich zu dir sagen würde, ich stelle dich an, du bekommst von mir 10.000 netto im Monat. Deine Arbeit ist, am Tag mit 20 Leuten in Kontakt zu kommen und die Interesse haben, mir vorzustellen, was anderes hast du nicht zu tun. Wie viele Leute glaubst du, würde ich finden in Österreich, die das für 10.000 Euro tun? Genügend. Genügend. Das Interessante ist, wenn die für sich diese 10, 20 Leute jeden Tag in irgendeiner Kommunikation kommen, dann verdienen die nach einem Jahr die 10.000. Und müssen gar nicht für mich arbeiten. Das ist das Spannende. Beides führt zu 10.000. Nur das eine gehört wirklich dir und das andere gehört mir, weil ich habe dir ja nur angestellt. Und alles, was darüber hinaus passiert, gehört mir. Entweder, wenn du das ein paar Jahre für mich machst, erwirtschaftest du wahrscheinlich im Monat 100.000, weil es eine Riesenstruktur mir oder dir oder mir halt bringst, weil du bringst ja mir die Leute. Und davon gebe ich dir 10.000 und 90.000 gehören mir. Das ist eigentlich ein super Geschäft. Und wenn du jetzt 10, 20 Leute am Tag nicht machst, dann bist du halt gekündigt. Das ist ja nichts anderes wie ein Vertreter, egal in welchem Bereich da draußen. Ob das ein Schuhvertreter ist oder ob das ein Pharmavertreter ist, der Medikamente, der hat seine bestimmte Anzahl von Ärzten am Tag, die er besuchen muss. Und bringt dafür seiner Firma sicherlich mehr Geld, als er kostet, weil sonst würde sich die Rechnung vom Unternehmer nicht rechnen. Wenn er es für sich selbst machen würde, dann würde er es doppelt oder dreifache verdienen können. Im Network Marketing ist es möglich, weil es ein System gibt, das dir alles abnimmt an Risiken. Das heißt, wie ich an Menschen rankomme, deine Frage beantwortet mit der Begeisterung und egal wo ich bin, brauche ich oft nur hinhören. Das kann ein Bilder bei der Kasse sein, wo 2 Damen sprechen, na heuer gibt es keinen Urlaub, weil ja, mein Mann verdient jetzt weniger und es geht nicht anders. Entschuldigung, ich habe das Gespräch gehört. Wenn Sie bereit sich was anzuhören, wo sich der Urlaub vielleicht trotzdem zusätzlich noch ausgeht. Sie kann Nein sagen.
Aber der eine oder andere im Call heute hat vielleicht seinen Partner so kennengelernt, weil den Mut gehabt hat, auf der Tanzfläche zu sagen, geh mal an die Bar. Oder in der U-Bahn gesagt hat, ihnen ist was runtergefallen. Und auf einmal aus der Kommunikation und dann sind sie auf Achtel gegangen und dann sind sie seit 30 Jahren verheiratet vielleicht. Es war auch irgendwo eine Aktion notwendig. Und die kann man auch beabsichtigt machen in unserem Geschäft, was halt bei anderen hier und da mal als Zufall passiert. Jeder kann als Zufall einen Partner bekommen in sein Business, der wirklich großartig ist. Aber wenn du mit Garantie deine Ziele realisieren willst, dann glaube ich, gehört auch Aktivität dazu, so wie halt die Spitzensportler sich absichtlich am Ball, am Platz stellen und halt einmal 2, 3 Tenniskörbern ausservieren. Und der Hobbyspieler, ja, wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich einmal hin. Die restliche Zeit sitzt er halt beim Achterl dann dort. Oder beim Bier. Auch da, die Einstellung zu meiner Vision, was tue ich heute, um meiner Vision einen Schritt näher zu kommen. Und dann ist egal, ob es ein Kaltkontakt, Warmkontakt, ob es Freunde sind. Klar, jeder in deinem Umfeld sollte mal wissen, und das macht es einfacher, warum du es tust und was du tust. Und da geht es nicht, ich verkaufe ein Produkt. Das ist Mittel zum Zweck. Dass ich die Dinger da stehen habe, die nehme ich auch so. Aber es ist halt toll, dass da draußen Menschen gibt, mit denen ich auch über größere Dinge reden kann, als über ein Produktverkauf, sondern wie wäre es, wenn wir was Großes, Duplizierbares gestalten? Ohne Kostenstruktur. Im schlimmsten Fall sagt er, interessiert mich gar nicht, aber das Produkt hätte ich gerne. Da habe ich noch immer einen Kunden gewonnen. Aber die Person sieht mich nicht als Verkäufer, der mit einem Produkt herumläuft, sondern mit jemandem, der eine Vision hat, Riesenteams aufzubauen, um 10.000 Menschen zu mindestens 10.000 Euro Einkommen im Monat zu verhelfen. Das ist meine Vision. Und die wissen meine Freunde und Bekannten. 10.000 Menschen, und das ist in der Netco gestanden, der Bericht, wo ich das Interview gegeben habe. 10.000 Menschen zu mindestens 10.000 Euro im Monat zu verhelfen. Ich weiß, das heißt, ich gestalte etwas, wo viele Menschen einen riesen Nutzen haben. Gerhard, du hast die Vision und du hast auf der anderen Seite aber auch die Fragestellung, was möchtest du? Was möchtest du erreichen im Sinne von, wenn ich dir dann einen Weg zeige, das zu erreichen, was wärst du bereit dafür zu tun? Was führt dich dazu, denjenigen direkt zu fragen, was er will und nicht mit deiner Vision herauszugehen? Weil die Vision, du möchtest 10.000 Menschen dazu verhelfen, dass sie mehr als 10.000 Euro im Monat verdienen, ist für sehr, sehr viele Menschen etwas, was ja einfach ihre Vorstellungskraft übersteigt, beziehungsweise für viele einfach als Luftblase da steht. Aber das, was sie selber betrifft, das ist ja nun mal keine Luftblase. An was für Punkten machst du das fest? Weil, also ich habe jetzt ein paar Mal erlebt über die Vision, es ist ein interessantes Gespräch, aber es kommt nicht zum Punkt letztendlich. Es ist die Frage nach dem, was ist für dich wichtig, erscheint mir fast wichtiger, aber du hast ja gerade eben das ganz anders beschrieben. Von oben nach unten kommst du leicht, von unten nach oben kommst du schwer. Wenn ich ja jemanden habe, der schon Unternehmer ist und dem sage ich, du, wir könnten da ein paar Produkte verkaufen, ein paar hundert Euro verdienen, dann hört mir der gar nicht zu. Die meisten springen dann auf das an, dass sie auch sagen, okay, du gehst also nicht Produkte verkaufen, okay, und du kannst es zeitlich einteilen. Das heißt, etwas, was auch für den anderen als lukrativ erscheint, sonst wiegt das gar nicht ab, seine Zeit oder sein Geld zu investieren in etwas. Und das wiegt jeder im Kopf ab. Bin ich bereit dafür? Ist es wert? Und über diese Hürde muss er selber drüber kommen, aber dann muss das auch attraktiv sein. Und das heißt nicht, dass jeder 10.000 Euro verdienen muss. Aber ich tue mir leichter mit Leuten, die schon auf diesem Niveau denken, eine große Struktur aufzubauen, wo vielleicht dann sogar Leute ins Team kommen, die sich nicht groß denken trauen
Und jetzt schreibe ich irgendwann jemanden noch zusätzlich ein, der sagt, aber Gerhard, für ein paar hundert Euro zusätzlich im Monat wäre gut. Und den registriere ich. Und unter denen steht jemand, der große Visionen hat, welcher Umsatz entsteht dann unter dem, der vielleicht gar nicht so gut ist. Und das ist das Schöne am Network Marketing, dass eine Hebelwirkung von unten auch entstehen kann, um Leute wohin zu bringen, wo sie alleine gar nicht hinkommen könnten. Auch das finde ich ein extrem tolles Sozialprogramm, das im Network Marketing viel zu oft untergeht. Ich bin sicher unter Leuten drunter, die deutlich weniger Umsatz machen als ich, aber ich kann denen helfen, dass sie in eine Einkommensschiene kommen, wo sie vielleicht alleine nie hingekommen wären. Und ich bin gar nicht neidisch. Ich bin sogar bei manchen echt glücklich darüber, dass ich da von unten anschieben kann. Und das ist gar kein Thema. Und darum glaube ich schon, dass es gut ist, auch an seiner Vision, an der Größe der Vision festzuhalten und auch es zu kommunizieren, dass es für viele, die auch größer denken, attraktiv sein kann. Aber auch die mitzunehmen, die sagen, ich traue mich nicht so groß denken, aber ich würde gern dabei sein und einmal langsam zu beginnen. Aber die Frage ist, ob ich dann mein Tempo an die anpasse, die nur 200 im Monat verdienen wollen, oder ich bei meiner Vision bleibe, zu sagen, okay, auch 100.000 im Monat ist möglich. Ich lasse niemanden fallen und sage, du bist zu klein für meine Vision. Und ich kann mich sehr gut auch anpassen an das, was diejenigen wollen. Die Frage ist nur, wie viel Zeit investiere ich in welche Person da für die Vision? Ich glaube, das ist auch entscheidend. Ich kann natürlich auch jemand registrieren und trotzdem nicht groß denken und ich verbringe mit denen jeden Tag 5 Stunden, um ihn Gespräche zu führen und in 3 Jahren denkt er größer. Und wir machen gemeinsam 400 Punkte im Monat und verkaufen im Team 3 Supermix. Ist da jedem geholfen? Das ist die Frage. Ich glaube, das Wichtige ist, und das ist ja auch das, was wir jetzt machen, wir machen gestaffelt, einfach, wir haben es ja die letzten 3 Wochen gemacht, Webinare, wo jeder sich das rausnimmt, um zu wachsen, um größer zu werden und das für mehrere Menschen in der Gruppe. Das heißt, einer von den Vortragenden hat sich halt Zeit genommen für 50 oder 100 Leute, um etwas weiterzugeben. Und ich weiß nicht, wie viele sich es im Nachhinein angeschaut haben, um diese größere Gruppe zu entwickeln. Trotzdem hast du halt ein paar, wenn du Champions League spielen willst, wo du sagst, so, mit den 11 gehe ich jetzt aufs Feld. Und ich kann halt auf die paar Hobbyspieler in der Stunde jetzt nicht Rücksicht nehmen, weil da geht es wirklich um Großes, aber sie sind nicht egal. Die sind halt in einem anderen Lernprozess, für den wir auch etwas bieten. Darum glaube ich, dass gestaffelt es notwendig ist, ein Angebot zu haben, damit sich jeder entwickeln kann. Da bin ich ganz bei dir, Thilo. Aber ich setze es für mich ganz groß an, um auch mit Menschen auf Augenhöhe sprechen zu können, wo die sagen, und dafür mache ich es und deshalb wird es groß. Sonst kann ich nicht garantieren, dass die nächsten 3 bis 5 Jahre 1 Milliarde Umsatz entstehen. Und das ist mein Ziel. Und ich glaube, dass ich damit auch eine größere Basis schaffe für viele, die da gern dabei wären. Und da braucht es halt Führungsqualitäten, die sicherlich einige im Team haben, die einfach sagen, okay, machen wir das Ding ganz, ganz groß, größer, als sich andere vorstellen können. Aber wir kommunizieren das auch, dass das groß wird. Und trotzdem werden auch manche Platz darin finden, einmal ihre kleinen Ziele zu realisieren. Und im Einzelgespräch findest du dann eh raus, was derjenige möchte. Und vielleicht findest du auch raus, warum er sich nur 300 Euro im Monat vorstellt. Vielleicht hat er immer gehört, Geld ist nicht gut oder wer Geld hat, ist kein guter Mensch oder irgendwas, was halt so Paradigmen vielleicht sind aus der Erziehung heraus, aus der Gesellschaft oder sonst was. Und auf einmal kann er sich auch 3.000 bis 5.000 im Monat vorstellen und sagt, also wenn ich das hätte, würde mein Leben komplett anders ausschauen. Und er geht mit einer vollen Energie raus, weil du ihm geholfen hast, vielleicht doch ein bisschen anders zu denken, Dinge anders zu sehen, über einen Informationsprozess, vielleicht anders aus sich herauszuwachsen, bestimmte Schalen abzulegen, so wie eine Zwiebel und auf einmal jung und fröhlich durchs Leben zu gehen. Ja, wenn ich dich also richtig verstehe, gehst du grundsätzlich mit deiner Vision heraus an den Einzelnen, an den Neuen,
Und nur in dem gegebenen Fall, wo dir irgendetwas in die Karten spielt, gehst du über die Frage, was willst du und was wäre, wenn? Es kann auch umgekehrt sein. Ich lerne jemanden kennen, eben beim Bill an der Kasse, die spricht über einen Urlaub. Dann sage ich nicht zu ihr, so, meine Vision ist viel größer. Dann sage ich, okay, wenn ich was hätte, was ihr Leben verändern könnte, würden Sie sich zumindest anschauen. Dann helfe ich dieser Person, das zu erreichen, was sie jetzt einmal für sich dringend braucht. 300 bis 500 € im Monat. Dafür muss ich mit der aber auch nicht eine ganze Woche zusammenarbeiten, weil um 300 bis 500 € im Monat zu verdienen, brauchst du nicht so viele Stunden und nicht so viele Kunden und nicht so ein großes Team. Das heißt, diesen Zeiteinsatz, der kann auch sehr wertvoll sein in diese Person. Auch jemand, der sagt, 1.000 € verdienen. Trotzdem wird diese Person im Laufe der Zeit erfahren, über ein Webinar oder irgendwann über ein anderes Gespräch, dass meine Vision deutlich größer ist. Und sie sagt, okay, auch interessant, kann ich nichts damit anfangen, aber schön, dass du mir bei meiner Vision hilfst. Das heißt, ich laufe nicht mit einem Schild herum, wer möchte bei mir mitmachen, sondern es ist von der Situation auch sehr abhängig und vom Gefühl her, was braucht mein Gegenüber. Darum ist es gut, ja im Warmkontaktbereich am Anfang zu sein, wo ich Freunde einschätzen kann, was überfordert die nicht, aber was wäre für die reizvoll? Nicht prahlen, aber eine Vision. Ich kann sagen, ich bin auch noch nicht dort, aber mein Ziel ist es, und wenn du willst, können wir das gemeinsam machen, dann kann das für jemanden, wenn es attraktiv ist, auch ein Entscheidungsgrund zu sein, pass auf, ich verändere mich. Ich mache jetzt was anderes. Aber ich fliege lieber mit einem Piloten, der zum Flugzeug geht und sagt, das Ding fliegt hundertprozentig, da brauchst du keine Angst haben. Als mit jemandem, der sagt, schauen wir mal, wie es heute wird. Wenn es wenig ist, weiß ich nicht, ob ich damit umgehen kann. Und dann muss ich das Gefühl haben, ich gehe ans Ziel, ich gehe da durch. Es kann sein, dass wir ein paar Umwege, aber wir kommen gemeinsam ans Ziel, machen wir das Ding. Und es ist attraktiv, wenn wir am Ziel sind. Auch wieder mit dem Sport verglichen, jeder Tennisprofi ist durch Höhen und Tiefen durchgegangen, aber hat jemand gebraucht, der ihm gesagt hat, du kannst Wimbledon spielen, du kannst Grand Slam spielen, du kommst dorthin. Wenn er den nicht an seiner Seite gehabt hat, hat er es in manchen Situationen vielleicht schwer gehabt. Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, Menschen zu helfen, auch von der mentalen Situation heraus ans Ziel zu glauben, in den Phasen, wo sie es kurz aus den Augen verlieren. Danke. Sind aber alles meine persönlichen Erfahrungen. Darum werdet ihr mit vielen Führungskräften noch zu tun haben. Holt euch von überall das raus, was zu euch passt, was für euch passt. Und es kann sein, dass jemand ein bisschen anders vorgeht oder anders vorgeht als ich und riesen Erfolg hat. Gratulation. Darum, es ist jetzt im Skisport. Die fahren unterschiedliches Material und fahren beim Slalom in der gleichen fast 100stel Sekunde durchs Ziel. Also mit unterschiedlicher Technik, unterschiedlichem Material und fast die gleiche Geschwindigkeit. Darum, es gibt mehrere Möglichkeiten, die fast gleichzeitig durchs Ziel führen. Aber die, alle haben es eines gleich. Sie sind hundertprozentig überzeugt, dass es möglich ist. Sie sind hundertprozentig überzeugt, dass sie manchmal einfädeln werden, dass es manchmal nicht gut läuft. Und gehen am nächsten Tag wieder trainieren, damit es besser werden und dass sich Ziele realisieren. Das ist eine Einstellung, die man lernen kann. Oder wenn man schon ein wenig hat, entwickeln kann, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, an sich zu glauben, seine Träume zu glauben, nie aufzuhören und einfach Spaß dabei auch zu haben, auch wenn es am einen Tag mehr Niederlage als Erfolg ist. Bob Proctor sagt immer, sein Tun haben. Wenn du mit den Gedanken in deinen Tag reinkriegst, ich bin es, mit welchem Spaß gehst du dann daraus? Wie egal wird dann, dann vielleicht eher das Nein sein? Wenn du sagst, ich bin eh schon erfolgreich, ich habe mein Ziel erreicht und jetzt machen wir noch den kurzen Weg dorthin. Sein Tun haben. Zuerst ich denke, ich bin's und dann, was kann ich heute tun, damit ich relativ schnell auch
das in der Realität erlebe. Und überhaupt gehst du mit einer ganz anderen Einstellung raus. Wenn du schon bist innerlich und richtigen Gedankengut schon rausgehst, wie laufen dann die Gespräche ab? Wie hoch ist dann die Chance, dass jemand sagt, boah, alleine wie du jetzt rüberkommst in Gespräch, das begeistert mich, ich möchte mit dir mehr Zeit verbringen. Obwohl ich dich erst seit 5 Minuten kenne, vielleicht ist es wirklich ein interessantes Thema, was du da gerade kommunizierst. Darum sage ich, 93% nonverbal. Noch eine Frage. Gerhard, ich habe eine Frage, und zwar, wie bist du im Informationsprozess, du schickst jemanden jetzt so zum Beispiel ganz bewusst eine Information. Die Person schaut sich die Information an. Wie gehst du da weiter? Was machst du dir im Vorfeld aus, damit du überhaupt weitergehen kannst? Was machst du, wenn es zu dem Termin kommt, wo ihr dann das besprecht, was in der Information drinnen war? Wie gehst du davor? Das kann jetzt ein eigenes Webinar werden, aber ich möchte es kurz fassen, vielleicht nur in Eckpfeilern, weil sonst braucht man da wirklich länger Zeit für einen kompletten Informationsprozess. Aber das, was du kommunizierst, macht dir dein Leben leichter. Wenn ich jemand was gebe, dann frage ich auch vorher mal, da bin ich beim Thilo mit diesen Fragen, die so wichtig sind, was würdest du dir von der Information erwarten? Welche Information würdest du brauchen und wofür brauchst du die Information überhaupt? Weil oft wollen uns die Leute nur beschäftigen, ja, schick mir irgendwas. Es ist so, wenn du sagst, wenn eine Frau würde nie sagen, Universalversand, schick mir irgendwelche Schuhe. Die wird ganz genau sagen, was sie will. Und genauso ist, glaube ich, bei uns auch herauszufinden im Gespräch, was braucht die Person und wofür braucht sie das überhaupt? Oder ist es nur einfach so ein Floskel, weil die Person nicht einmal weiß, was sie erwartet von dem ganzen Gespräch, von dem ganzen Thema? Darum, ich bin niemand, der gerne was einfach nur zusendet, sondern in ein Gespräch herausfindet, was die Person will, wofür es vielleicht etwas bräuchte und ich vielleicht sogar entscheide und sage, das braucht jetzt noch gar nicht. Ich will nicht, dass du jetzt wochenlang liest, sondern ich glaube, wenn du irgendwo hin willst, schau mal, dass wir Schritt für Schritt schneller dorthin kommen und learning by doing, dass du im Laufe der Zeit etwas lernst. Kann schon sein, dass ich sogar sage, das liest bis morgen, weil du tust da schwer mit dem oder einen oder anderen Thema oder kennst dich noch nicht so gut aus, dann kann es schon sein, aber das finde ich am Weg heraus, was die Person benötigt, bevor ich dir alles schicke und dann hoffe, dass die Person das findet, was sie begeistert. Vielleicht schreckst sogar mehr Leute dadurch ab. Es waren vorhin in meinen Mails, habe ich so viele Informationen drinnen gehabt und da im Nachhinein gesehen, wenn wir von den größten Fehlern reden heute auch, das war sicher einer meiner größten Fehler, weil wahrscheinlich haben die Leute überhaupt nicht gewusst, was sie mit dem ganzen Informationsqual da anfangen sollen, was sie rausholen sollen. Da ist nicht um Emotionen gegangen, sondern nur um Information. Wegen Information passiert gar nichts. Durch Emotion passiert was. Durch Emotion entstehen Entscheidungen. Durch Emotion gehst voran. Durch Emotion entwickelt sich was. Nicht durch Information. Durch Information kannst du etwas absichern oder verbessern, optimieren, aber nicht bewegen. Darum würde ich eher Fragen stellen vorher noch, wo die Reise hin soll. Was wäre, wenn du das erreicht hast? Wie würdest du dich dann fühlen? Okay. Und dann nach deinen Erfahrungen die ersten Schritte vorgehen. Es gibt ja Personen, mit denen du kontinuierlich im Kontakt bist, alle 2-3 Monate vielleicht, wo sie hören, was es so tut und was es Neues gibt. Mhm. Ja? Und manche bekommen Informationen und geben keine Rückmeldung. Und um das eben vorzubeugen, was ist so dein Expertentipp diesbezüglich? Information wird sie nie bewegen. Die können nur jede 3 Monate eine Mail bekommen über irgendwas, neues Produkt oder das, oder es gibt einen neuen Workshop oder sonst was. Solange kein Animo da ist, ich will dorthin,
kannst mir 1000 Sachen schicken, dann lösche ich es weg. Wird nichts passieren. Den Punkt zu finden, wofür würde diese Person dorthin gehen? Wenn du den hast, dann ist die Person nicht mehr zu halten. Dann kannst du sagen, Achtung, du musst nur was lesen. Sag, der brauche ich nicht mehr, ich will dorthin. Ich will nichts lesen, ich will dorthin. Herauszufinden, was wäre für die Person bezüglich Lebensqualität so enorm interessant oder wichtig, dass die Person dich anruft und sagt, Josie, braucht das eine oder das andere. Dann kannst du immer noch sagen, wenn du es gelesen hast, was machen wir mit der Information dann gemeinsam? Na, da reden wir so für die nächsten Leute, dann gehen wir voran. Dann merkst du es eh sofort aus dem Gespräch, ob die Person dir unter Anführungszeichen nachläuft oder ob du der Person nachläufst, weil du hoffst, dass die Person irgendwas tut. Ich glaube, dass es viel schöner ist, mit Leuten im Gleichschritt zu gehen oder dass die sogar drängen und sagen, hallo, jetzt nimm endlich Zeit für mich, wir wollen da was Großes aufbauen. Und nicht, dass der Impuls von dir zu anderen kommt, jede 3 Monate, komm, jetzt beweg dich endlich einmal. Wir haben ja was vor. Solange die Person kann, warum hat er, da keine Gespräche. Kannst ja auch sagen, du, ich rufe dich nie wieder an und schicke da nichts mehr, bevor ich nicht weiß, was dich motivieren würde, da voranzugehen. Da kannst du die 3 Fragen stellen, die ich gern frage. Wie soll der ideale Lebensqualität aussehen? 2. Frage, wenn du dann rausgefunden hast, okay, Kinder soll es gut gehen, da kann man auch ein paar Sachen fragen. Ne? Nicht nur finanziell gesehen, auch Kinder gesehen, emotional gesehen, auch zeitlich gesehen, da kann man Fragen stellen, dass in all diesen Bereichen ein paar Sachen kommen. Wir haben ja unterschiedliche Charaktere, was für die Leute wichtig ist. Und wenn du das rausgefunden hast, kannst du sagen, okay, wie viel Geld würdest du dafür brauchen, dass du das Leben so leben kannst? Und 3. Frage, bis wann hättest du das gerne? Und dann kannst du sagen, wenn du alle die Traumblase bei den Personen hast, kannst du sagen, und jetzt rufen irgendwann an, wenn es bei dir der richtige Zeitpunkt ist, loszustarten und deine Träume zu realisieren. Bis dahin kümmere mich um andere, die gerade sich in die Richtung bewegen wollen. Ich stehe für die zur Verfügung und mache mit dir gerne einen Start, wenn du dafür bereit bist. Next one. Der nächste bitte, wie beim Arzt. Wie gesagt, du kannst keine Leute motivieren, aber du kannst mit motivierten Leuten extrem viel gestalten. Und da Wolfgang Sonneburg hat ein super Webinar gemacht, wo er auch gesagt hat, jeder Fisch braucht, oder unterschiedliche Fische brauchen unterschiedliche Köder und du kannst halt beim Fliegen fischen kann Wurm draufhängen, weil der Fisch sich denkt, was fuchtelst du mit dem Wurm herum? Ich will kein Wurm, ich will eine Fliege. Und wenn du eine Fliege hast, dafür mache ich alles. Da springe ich aus dem Wasser und beiß an. Der springt sogar aus dem Wasser dafür, dass er ja am Haken. Für die Fliege. Darum find raus, was dein Gegenüber, wofür es aus dem Wasser springen würde. Wofür es begeistert dich anruft und sagt, Josi, es kommt 22 Uhr, wenn du früher nicht Zeit hast. Heute setze ich mich mit dir zusammen, mache einen Plan. Ja, ich glaube, es waren einige Themen. Es war jetzt eh schon sehr lang. Ich hoffe, ich habe den Bogen nicht überspannt, aber ich hoffe, es waren auch Informationen für euch dabei, wo ihr sagt, okay, da kann man drauf ansetzen. Und es haben euch diese Fragen, die ich bekommen habe, auch im Einzelnen weitergeholfen, auch wenn manche nicht gefragt haben. Vielleicht haben die auch davon profitiert. Auch die, die im Nachhinein sich das Webinar anhören oder euer Team, das sich vielleicht im Nachhinein das Webinar anhört. Ich wünsche euch einen tollen Abend, alles Gute, viel Erfolg. Und wenn es weitere Fragen habt, dann kommt es einfach auf mich zu. Alles Gute, schönen Abend. Tschüss. Danke, ciao. Okay.